Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Pioneers auf Pagonia. Wir müssen uns weiter vorwärts kämpfen, um die entsprechenden Ressourcen abbauen zu können, die wir so dringend brauchen, um unser Dorf überleben lassen zu können. Oder so. Ihr wisst, was ich meine. Ja, genau, wir brauchen dringend Kohle. Ja, da gibt es auch hier Kupfer und so, aber ganz viel Kohle. Leider gibt es hier auch ganz viele Banditen. Ja, hier zwei Banditenlager, die hier ihr Unwesen treiben, ja, und uns von den Ressourcen fernhalten. Jetzt habe ich natürlich schon überlegt, hier einen entsprechenden Wachturm in der Nähe zu etablieren. Nur leider sind uns da so ein paar Bäume im Weg, die komischerweise hier immer noch existieren, obwohl ich den Holzfällern gesagt habe, die sollen das hier alles wegholzen. Machen die aber nicht. Das ist ein bisschen komisch. Ja, ich habe das schon extra gesagt hier, ne, bitte dieses Lager, das für Bären gedacht war, entsprechend zu nutzen. Und das haben die auch gemacht, aber hier sind immer noch die Bäume alle da. Ja, das ist sehr, sehr seltsam. Einen entsprechenden Förster, der hier aufholzt, habe ich bis jetzt nicht gefunden. Ja, hier auch so von dem anderen Dorf, das hier entsprechend vorhanden ist. Wir haben auch Holzfäller und so weiter und so fort. Aber ich sehe hier keine Förster. Vielleicht habe ich ihn übersehen. Kann ja sein. So, okay. Jetzt muss ich mich natürlich noch mal ein bisschen umschauen und gucken, was machen wir, um hier jetzt hier weiter voranzukommen. Wir haben ja hier immerhin eine Stelle für Eisentagebau errichten können. Hier ist ein bisschen Kohle. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich hier noch einen entsprechenden anderen Bergbau etablieren kann, der hier die Kohle abbaut. Ja, ihr seht das hier mit dem Platz, ist das so ein Problem. Ja, ich würde den zwar hier hinkriegen, dann komme ich aber hier so gar nicht weiter. Hier sind auch wieder Bäume im Weg. Das ist alles sehr ärgerlich. Ja, ich habe hier jetzt auch erst nur zwei Wachen. Ich glaube, ja, Moment. Ich mache das mal ein bisschen anders hier mit dem Fokuspunkt. Ich setze den mal hier so hin. Die sollen sich erstmal hier so in diese Richtung ausweiten, damit die Grenze hier weiter verschoben wird und ich hier endlich dann doch das ein oder andere machen kann. Das wäre sehr schön. Ja, genau. Wachen. Ich muss immer wieder gucken, was die so brauchen. Die brauchen nur einen Holzspeer. Holzspeere habe ich, glaube ich. Da bin ich mir relativ sicher, dass ich da so ein paar Holzspeere habe. Kleinen Augenblick. Ich muss mal kurz schauen. Die Wachen werden auch hier rekrutiert. Oh, da habe ich ganz viele von. Dann mache ich mal 10 Wachen. Und die sollen sich dann da einfinden. Ich glaube, es ist keine schlechte Idee, wenn ich mal hingehen würde. Und ich brauche hier, genau im Bereich Bevölkerung, ich bräuchte hier so ein Wohnhaus. Zwei große Wohnhäuser habe ich schon gebaut. Ich glaube, ein drittes kriege ich zumindest hier so in der näheren Umgebung leider nicht hin. Dann muss ich auf die kleinen Häuser ausweichen. Dann ist das so. Ist aber auch nicht schlimm. Ja, hier vielleicht ein großes hin. Ich sehe das gerade zufällig, dass hier... Oh ja, ich würde hier ein großes hinkriegen. Dann baue ich lieber ein großes. Das ist besser. So, habe ich jetzt meinen Auftrag gegeben. Weiteres Wohnhaus, damit wir genügend Leute haben, die sich hier entsprechend für die verschiedenen Aufgaben eignen würden. So, da sind wieder Banditen, die mich ärgern. Also meine Leute vielmehr. Ja, das ist nicht so schön. Da von diesen Wächtern sowieso so wenige. Und dann kommen dann immer diese bösen Banditen daher und meucheln meine Leute. Es war jetzt sogar eine Veteranwache, konnte sich gegen diesen Elite-Banditen nicht durchsetzen. Dafür ist die zu schwach. Ja, das ist natürlich ärgerlich, aber ist nun mal so. Gut. Wir müssen ganz dringend da so zusehen, dass wir hier stärkere Leute hinbekommen. Das ist nicht mein Dorf. Ja. Ach ja, ich wollte kurz mal schauen, was denn jetzt die Kupfer Schatzkisten da so gebracht haben. Also Kampfstärke ist da jetzt 5,2 durch diesen Bonus von 1,2 an Reichtum. Das ist nicht viel, aber naja, man muss halt nehmen, was man kriegt, nicht? So, da haben wir eine Wache.
Da, naja, das ist das gleiche Problem. Da ist es noch schwieriger. Ja, die hat gerade mal einen Bonus von 0,6. Ja, Silber wäre natürlich noch eine Sache, um die entsprechende Kampfkraft zu steigern, aber ich habe zu wenig Silber. Das ist das Ganze. Das ist der Hintergrund so gesehen. Ja, ich brauche hier, brauche ich auf jeden Fall noch Waldläufer. Da brauche ich ganz dringend Waldläufer und die benötigen Fackeln und leichte Rüstungen. Und da genau sind wir wieder beim Thema, die Fackeln. Die sollten eigentlich, glaube ich, hier gebaut werden. Das wird jetzt auch passieren. Ein entsprechender Holzarbeiter ist jetzt gerade angekommen. Das heißt, die können jetzt ihre Produktion hier aufnehmen. Das ist sehr, sehr schön. So. Ah, hier fallen jetzt endlich auch mal die Bäume. Das ist sehr gut. Dann dürfte die Route hier langsam größer werden. Und ich bekomme hier Wege hin, beziehungsweise kann das ein oder andere noch bauen. Was ich noch gucken wollte, genau, wir hatten hier der Werkzeugschmiede gesagt, die soll so ein paar Sachen machen. Da hatte ich geguckt, was so fehlen würde. Ich sehe hier gerade, wir haben keine Sicheln. Ist vielleicht nicht verkehrt, mal so 5 Sicheln zu machen. Für den Fall des Falles. Das andere sind Messer. Messer habe ich da. Ja, lass den mal so noch 4 Messer machen. Da sind wir da auch auf 5. Bei den Sägen, da würde ich dann ganz gerne, dass er da 3 Sägen macht. Ansonsten, Zangen sehe ich gerade, sind auch nicht so ganz üppig. Mach mal so 3 Zangen, wenn du mit den Sägen fertig bist. Das ist mit den Äxten, da würde ich auf 2 gehen. Also muss man genügend Reserve haben. Also Schaufeln haben wir jede Menge, sehe ich. Das 12 Stück, das ist ganz ordentlich. Alles andere, Moment mal, Bögen, werden die auch hergestellt? Ich glaube nicht. Sehe ich zumindest nicht. Ja, hier sind sie bei den Werkzeugen. Ja, da hat man hier so diesen Jagdbogen. Werkzeug, aber hier kein Werkzeug. Das ist irgendwie unlogisch, aber nun gut. Das ist ganz einfach so. Ich denke mal, diese Bögen werden wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, in der Holzwerkstatt produziert. Ja, das ist sogar der Fall. Ja, da werden die Jagdbögen gebaut. So, ich brauche aber, ich kann ja mal, wie viel haben wir denn davon? Ich muss mal kurz schauen, wir haben gar keine mehr. Dann sollte man so 5 Jagdbögen machen, damit ich für den Fall des Falles genügend Jäger habe. Und wir brauchen Holzspeere. Ganz viele Holzspeere. Ich will das denn mal so 20 Holzspeere machen. So, jetzt muss ich gucken. Wir brauchen Wachen. Ich rekrutiere mal so 10 Wachen. Dann kann ich, oh, ich kann 10 einfache Soldaten rekrutieren. Das ist schon mal nicht verkehrt. Besser als nichts. Ja, das geht. Ich könnte sogar 10 fortgeschrittene Soldaten rekrutieren. Das, ja gut, das ginge jetzt nur noch. Moment, Augenblick. Kettenrüstungen, da ist eine Kettenrüstung, das ist schlecht. Da bräuchte ich aber noch mehr Schilder. Sonst geht das nicht. Ich würde jetzt die Eisenschwerter ungern für die fortgeschrittenen Soldaten verschleudern. Ich glaube, ich warte darauf, dass ich Elite-Soldaten rekrutiert bekomme. Hier würde es für maximal 16 reichen. Es klemmt im Augenblick an der Kettenrüstung. Die scheinen aber jetzt produziert zu werden. Ich gucke mal ganz kurz hier bei der Rüstungsschmiede. Wie sieht das hier aus? Okay. Da würde ich hingehen wollen. Und da sag ich mal, Moment, wir haben eine. Mach da mal so 9. Und da macht mal so 8. Dann schauen wir mal. Oder beziehungsweise nein. Wir haben ja hier die Eisenschilder. Ich gehe da mal auf 0. Und der soll sich hier auf die Kettenrüstungen erstmal konzentrieren, sonst verbraucht er das ganze Eisen ja dann auch mit den Schildern. Und da ist jetzt im Augenblick so kein aktueller Mangel. Das muss ich aber im Auge behalten, weil früher oder später brauchen wir natürlich auch wieder Schilder. Ja, hier die Banditen sind sehr ärgerlich. Da kann ich aber im Augenblick nichts machen oder noch nicht so viel machen, weil, oh, das ist cool. Hier ist alles weg. Bis auf diesem einen Haus, diesen einen
Baum hier an der Ecke. Das stört aber nicht. Da würde ich eher sagen, warte mal. Wo habe ich denn da die Markierung? So, dann mach du einmal hier, mach da mal so weiter, damit das da wegkommt. Wenn die denn dazu in der Lage sind. Irgendwie geht das nicht. Ich brauche noch ein Lager. Oder, Moment, Augenblick. Holz und Stein, Forsthaus, Steinbruch, ein Sägewerk, genau. Ich würde hier noch ein Sägewerk hinsetzen wollen. Machen wir das einfach mal. Kriege ich das so ein bisschen gedreht? Das wäre schön, wenn ich das so ein bisschen... Dann, setze ich das einfach so hier hin. So. Machen wir ja noch. Demnächst ein Sägewerk. Das ist ganz gut. Damit hier das entsprechende Holz dann auch bearbeitet werden kann. Okay, da ist auch ein Sägewerk, das war schon das Lager voll. So. Ja, ich brauchte da ein... Oder es wäre gut, wenn ich da ein Wachturm hingesetzt bekomme. Erkundung, Expansion. Ach ja, und hier seht ihr das Problem. Ja, es ist hier mit Wegen voranzukommen, ist fast unmöglich. Ja, die müssen unbedingt hier das Holz da bekauen. Sonst komme ich hier nicht weiter. Ich würde dann aber trotzdem hier mal so versuchen, einen Wachturm hinzusetzen. Ich schaue mal ganz kurz, wie weit ist es dann bis zu den Banditen? Das müsste gehen. Das müsste gehen. Entschuldigung. So, immer nach dem Weg. Kriege ich da einen Weg hingezaubert? Jetzt geht das immer noch nicht. Ja, so gerade eben hat das noch funktioniert, aber immerhin, das ist entscheidend, ist, dass es funktioniert hat. Ich würde trotzdem, weil da ein bisschen Eile auch Not tut, hier vielleicht noch ein weiteres Lager hinsetzen, damit die hier entsprechend Nadelholz einlagern können. So, ja, dann haben wir dann hier unsere Lager, haben hier das Sägewerk. Und ja, dann würde ich hier so alles erstmal an Holz niederschlagen, was sich hier so in dem Weg stellt. Und entsprechende Aufholzungen für den Fall, dass wir noch mehr Holz brauchen sollten, kann man ja später immer noch machen, wenn die entsprechenden Wege erstmal frei sind und wir hier uns weiter ausweiten können. Das ist so die Idee, die ich da habe. Ja, hier würde ich dann aber bitteschön keine Wachen etablieren wollen, sondern nach Möglichkeit Veteranensoldaten. Moment, ich nehme mal hier vorsichtshalber raus. Die vielleicht auch, damit da erst gar nicht irgendwie Missverständnisse entstehen können. So, dann machen wir das einfach mal so. Eine Garnison wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Ja, aber die kriege ich nicht hingesetzt. Das ist so einfach zu wenig Platz. Einfach zu wenig Platz. Gut, ich könnte vielleicht hier eine hinsetzen, das wäre eine Idee. Aber da bin ich ziemlich weit weg vom Schuss. Das ist das andere Problem. Ja, wir müssen schauen. Wir müssen schauen, wie sich das entwickelt. Und gut. So. Werkzeugtechnisch tut sich da so ein bisschen was. Wir haben keine Rucksäcke mehr. Das ist auch nicht so gut. Wo ist die Schneiderei? Da, die ist wahrscheinlich noch mit den Rüstungen beschäftigt. Da hat sie jetzt 16 Stück von. Dann würde ich sagen, mach nur mal so 10 Rucksäcke. Damit wir da auch ein bisschen was von haben. Das ist immer ganz gut. So, wir haben immer, ja, es ist immer das Gleiche mit den Banditen da in der Ecke. Das wird uns noch eine Weile beschäftigen. Das wird dauern, bis ich da so weit bin. So, hier wird Eisen abgebaut. Und wie sieht das hier mit den Wegen aus? Hat sich da sich doch ein bisschen was getan, jetzt glaube ich, ne? Kriege ich da einen Connect hin? Ich muss mal so ein bisschen die Kamera drehen. Dahin kann ich einen Weg bauen und bis dahin komme ich auch. Das ist schon mal cool. So. Hier habe ich wieder sehr viel Gehölz, das im Weg steht. Das Eisenerz. Das ist schön, dass es da Eisenerz gibt. Auch hier Silber und so. Ganz wunderbar.
Aber Kohle wäre mir ehrlich gesagt noch lieber. Da bin ich beim nächsten Thema. Kohle. Kohletagebau. Bin ich denn hier irgendwie noch hingesetzt? Da würde ich den hingesetzt bekommen. Mache ich das einfach mal so. Auch wenn das nicht so viel Kohle ist, aber es ist ein bisschen was. Und ich muss alles irgendwie nehmen, was ich an Ressourcen mitnehmen kann. Ja, Silbererz wäre dann auch noch so ein Thema. Auch das würde ich ganz gerne abbauen, wenn sich das irgendwie ermöglichen lassen würde. Ja, dann würde ich da aber noch weitaus lieber hingehen und sagen, lass uns hier eine Holzfällerhütte hinsetzen. Okay, ich bin so ein bisschen gedreht. So wegen wegetechnisch und so. Das könnte klappen. Wird ein bisschen knapp, aber geht, glaube ich. So. Und die müssen oder sollen ganz dringend dann hier zusehen, dass sie das Gehölz loswerden. Okay, so die ewige Flamme. Genau, die wird jetzt mit Feuerholz versorgt. Das ist sehr schön. Ich habe da, glaube ich, genügend Feuerholz in Reserve. Das sollte funktionieren. Gut. Gut, gut, gut. Ja, dann schauen wir mal, wie das mit dem Abbau von Kohle und vielleicht später dann auch Silber funktioniert, ob wir das da hinkriegen. Das wäre sehr, sehr gut, wenn das klappen würde. So. Hier wird jetzt der Wachturm hochgezogen. Und da fallen auch schon die ersten Bäume. Das ist auch cool. Zu sammeln gibt es hier leider nichts, also keine Bären. Das würde mich mal interessieren. Ich hatte doch irgendwo noch eine Sammelhütte in Auftrag gegeben. Die sind mit denen. Also die haben hier ganz viele Pilze gesammelt. Das ist schon mal gut. Und da ist die andere. Ah, sehr schön. Gut. Da wird eifrig gesammelt. Habe ich denen gesagt, wo die sammeln sollen? Nee, habe ich nicht. Aber ich mache mal so da so den Fokuspunkt hin. Das ist sehr, sehr schön. Das funktioniert. Das freut mich. So. Hier ist sehr viel Holz, aber hier ist, außer Silber ist ja weiter nichts. Ja, hier geht es weiter ins Landesinnere. Ich vermute mal, wir werden hier noch auf Werwölfe treffen. Ich glaube nicht, dass das hier so friedlich bleiben wird in dieser Ecke. Ja, zumal es hier auch noch irgendwo Banditen gibt. Ja, das hatten wir ja auch schon festgestellt. Da sind die Banditen. Das wird uns noch so eine ganze Weile hier beschäftigen, dieses Gebiet. Das ist nicht so ganz ohne. Und ja. Versorge die ewige Flamme. Ja, 55. Immerhin. Das klappt schon mal ganz gut. Warum ich hier die Silbertagebau immer noch auf 0 stehen habe? Moment. Baue einen Silbertagebau. Wir haben ja schon welche gebaut, ne? Ganz viele. Baue einen Silbertagebau nahe eines Silbervorkommens, um deinen Reichtum zu erhöhen. Ah, du musst möglicherweise ein Silbervorkommen finden und dein Gebiet dorthin erweitern. Wir brauchen auf jeden Fall so eine Schatzkammer hier, ne, für Silbermünzen, die da eingelagert werden müssen. Ich gucke gerade mal, bin ich hier richtig? Ja. Hier haben wir unsere Münzprägerei, die ist... Genau, die hat Kupfermünzen hergestellt. Die hat noch ganz viel Kupfer auf Lager. Kann aber nichts weitermachen, weil hier die Schatzkammer voll ist. Würde ich denn hier noch eine weitere Schatzkammer hinkriegen? Also nebenbei bemerkt. Ja, wenn ich hier noch irgendwo eine weitere Schatzkammer hinsetzen könnte, vielleicht würde sich das dann noch positiv auf die Kampfkraft meiner Leute auswirken. Könnte die hier so mitten rein platzieren, wenn ich dann die irgendwie angeknüpft bekomme. Ich mache das einfach mal.
Was ich wieder vergessen habe, ist zu gucken, ob das mit der Begrenzung da, ne? Wir haben ja da so einen Zaun drumherum jetzt bei den Schatzkammern. Da wollte ich immer mal ein Video nachgucken, ob das in den früheren Versionen auch schon so war. Bin ich bis jetzt noch nicht zugekommen, tut mir sehr leid. Hab ich einfach vergessen. So, Münzen. War doch richtig, ne? Münzschatzkammer, genau. Und weil ich erstmal nichts anderes habe, bitteschön, Kupfer. Ja, ich brauche ganz viel Kupfer. Und dann ist die Münzwerkstatt da, ne? Also die Münzprägerei da nicht so umsonst. Und die Münzen, die jetzt schon hat, die können dann da eingelagert werden. Schauen wir mal, wie sich das auf die Kampfkraft meiner Leute dann letzten Endes auswirkt. Ja, solange ich noch kein Silber abbauen kann und daraus Münzen machen kann, wäre das jetzt erstmal so ein Notbehelf. Und Kupfer habe ich ja. Da habe ich einiges am Kupfer. Das ist hier nicht das Problem. So. Hier ist das meine Waffenschmiede? Oder bin ich jetzt wieder in der falschen... Ne, ich glaube, ich bin hier in der falschen, im falschen Dorf gelandet. Oder? Ich bin mir jetzt im Augenblick gar nicht so sicher. Weil ich habe mehrere Waffenschmieden gehabt. Doch, das ist meine. Die ist... Ja. Ich entsinne mich. Gut. Wie sieht es denn hier mit meinen Leuten aus? Wie sieht es hier mit Reserve-Sachen aus und so weiter und so fort? Ich habe immerhin schon mal 14 Kettenrüstungen. Ich brauche aber mehr. Die Rüstungsschmiede macht im Augenblick nichts, das ist gar nicht so gut. Die soll da mal noch ein paar Kettenrüstungen machen, sobald sie entsprechend Eisen vorrätig hat. So. Ah, die Holzfällerhütter, die sind gut, ja. Die machen da ordentlich ihren Job. So. Die sollen mal alles wegroden, was sich da im Weg stellt. So, da sind die nächsten Holzfäller auf dem Weg. Da ist Kohle. Auch jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber immerhin ein bisschen. Das ist sehr erfreulich. Finde ich sehr gut. Ist etwas, was mein Herz etwas erleichtert. Und ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal, wie es so in der nächsten Folge weitergehen wird. Wir haben so im Augenblick so ein bisschen Ruhe. Nicht mehr ganz so heftig. Und dann müssen wir die Zeit nutzen, um hier die Leute entsprechend, ja, die wir noch benötigen, zu rekrutieren, gerade in so einem Bereich Soldaten, Wachen, alles, was so in diese Richtung geht. Wir brauchen noch ein paar Waldläufer, glaube ich. Und schauen wir mal. Da werde ich mich dann in der nächsten Folge aber entsprechend drum kümmern. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles, alles Gute. Bedanke mich natürlich herzlich dafür, dass ihr mich alle begleitet und unterstützt habt. Auch ganz lieben Dank für deine Begleitung und Unterstützung. Das hilft mir sehr. Und wie gesagt, wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles, alles Gute und genießt die Zeit.